So, also, herzlich willkommen zur neuen Folge. So, jetzt musste ich ja meinen kleinen Haltung konfigurieren, weil ich habe nachher dann wieder angefangen zu machen und habe dann festgestellt, dass ich eigentlich nirgendwo die Flüssigkeiten abladen kann, wo ich halt eingeladen habe. Das heißt, weder Milch noch Wasser noch sonstiges. Ja, das hat sehr wahrscheinlich mit dem zu tun, dass es halt kein Deckel zu öffnen ist. Aus dem Grund funktioniert das auf der Hofberg mal bedingt. Dann habe ich mir das Ganze mal ein bisschen angeguckt, wie das halt ist so. Oder wie das Teil halt so ist dementsprechend. Und habe dann gesehen, dass ich ihn als zum Beispiel als Box konfigurieren kann. Habe mir dann diese Box angeguckt. Das heißt, man könnte ihn als Ladefläche haben oder halt als kleinen Anhänger, wie zum Beispiel der Gatorish mit einem 1000 Liter Inhalt oder diese Box mit 3000 Liter Inhalt. Oder? Das heißt, diese Box könnt ihr ja oben aufmachen, indem dass er halt einsteigt. Das heißt, man hat auch simpel als ist. So schaut es aus. Und jetzt kann man mit Taste N diese Box aufmachen und dann klappt sie eigentlich auf, oder? Um zu beladen. Das heißt, wir werden jetzt probieren, ein paar Kisten hier reinzuladen. Das ist das. Dann habt ihr aber andere Möglichkeiten. Das heißt, eben simpel als ihr habt ihr gesehen. Man hat noch sehr viele Kreuze hier zu sehen. Das heißt, jetzt hat man auf der Seite. Ihr könnt zum Beispiel hier die Seitenläden aufmachen. Auch hier nochmal die Türe aufmachen. Da habt ihr die hinteren. Das ist der Deckel dahinter. Moment schnell, da war doch irgendwo war da auch nochmal was, oder? Und dann machen wir den mal den zu. Das ist der, ah, da ist jetzt. Der Kreuz wollte wir aufmachen. So. Und jetzt seht ihr auch noch zum Motor da rein. Das heißt, diese Klappe da hinten, wo ist das, der Kreuz? Da macht er sogar noch den Motordeckel auf und zu. Ja, paar kleine Spielereien. Zum Fotos machen, sage ich jetzt, ist ja ganz gut. Zu restlichen Sachen machen wird relativ nicht so bedingt empfehlenswert sein. Aber vielleicht findet ihr eine gute Verwendung dafür. Auch wo ihr den halt etwas anderes nutzen könnt. So, wir werden uns jetzt trotzdem mal wagen, den da hier zu befüllen. Ich weiß zwar nicht mit was. Ich denke, machen wir mal ein paar Zwiebeln da rein. So. Motor abstellen. Zweitakter und so, oder? Ihr wisst ja. Stinkt. So. Und gehen jetzt zu unserem Zwiebelnberg, damit wir ihn denn nicht für sonst gekauft haben, damit er sich denn halt ein bisschen als nützlich erweist. Ob er sich denn als nützlich erweisen wird, werden wir jetzt gleich sehen. Das heißt, Zwiebel da rein. Ja, es passt. Auf jeden Fall passt das. Schade, dass er nicht in unseren Schrebergarten reinpasst, weil da könnte man die Zwiebeln halt direkt in reinschmeißen, so, ohne dass wir den halt lange herumfahren müssen. Aber eben. Dann ist das so. Gut. Ein paar Zwiebelsäcke kann er definitiv transportieren. Das heißt, die Möglichkeit, mit dem herumzuarbeiten, werdet ihr sicher auch noch mehr als genug finden. Ihr müsst euch einfach ein bisschen mal, ja, vielleicht ein bisschen weniger groß, dafür ein bisschen mehr klein und so unterwegs sein. Denn halt ein bisschen mehr klein unterwegs sein. Klar. Ich sage jetzt mal, kleine Kisten würde ganz gut, ob er diese Apfelkiste da reinpasst, das weiß ich noch gar nicht, das muss ich mal gucken. Ob die reinpassen würde, dann wäre das eigentlich ein perfekter Apfeltransporter, in dem Sinne. Dann hätte man ihn zwar nur zum Apfel transportieren, aber das wäre eigentlich unser perfekter Apfeltransporter. Oder halt, wie gesagt, das heißt zum Beispiel für die Weinkisten, kann man auch noch. Klar, man kann ja da nicht keine 50 Weinkisten mit transportieren, aber das, was man kann, reicht dann komplett aus. So, jetzt werden wir dann drüber gehen und das Ganze mal vielleicht ein bisschen anders stapeln, damit wir ein paar Säcke Platz haben. Ich glaube, dass wir da den sicher noch versorgen können, was wir jetzt rausgeschmissen haben. Einmal rüber. Jetzt müssen wir halt auf das Fahrzeug aufsteigen. Weil halt, ja, schwierig. Weil halt schwierig, hä? Und ein paar Säcke vielleicht mal noch rausnehmen. So. Jetzt stellt sich die Frage, ob wir diese Säcke so reinlegen. Voilà. Und dann da auch noch nachher drehen. Dass er auch noch liegt.
So, jetzt nehmen wir den nächsten mit. Ist einfach nicht zu viel herumhüpfen, Brody, der geht das meistens gut. So, der passt jetzt auch. Ich meine, da müsst ihr jetzt wirklich, ganz gut stapeln, wenn ihr denn das wollt. Sonst wird das halt schwierig mit dem. Und jetzt jeder, wo sich das anguckt, denkt sich schon wieder, Alter, wie kannst du noch, Lass es sein. Ist mir zu viel Aufwand, ist mir zu viel Arbeit, ich kann doch nicht so arbeiten. So, und ihr seht ja, jetzt bringen wir da einiges mehr als nur diese paar Säcke, sondern diese Kapazität ist relativ ganz groß. Man muss sich nur ein bisschen Mühe geben und ein paar Säcke halt reinstapeln. Unser neuer Zwiebelchentransporter, oder? Ich drehe den schon mal so vorsichtshalber so richtig in die Position. Den müssen wir vielleicht nachher nur noch verschieben. So. Voilà. Irgendeine Verwendung findet man immer für alles. Das heißt, wenn es nicht Wassertransporter geht, dann geht er die anderen Sachen, oder? Es muss ja nicht immer alles mit Wasser sein. So. Also, jetzt müssen wir dann halt wieder ein bisschen stapeln. Beziehungsweise einfach ein bisschen mal umsortieren. Das heißt, drei Säcke passen sicher noch rein. Also, jetzt mal ganz ehrlich, oder? Man hat jetzt eigentlich viel mehr schon transportiert damit, als ich schon überhaupt geglaubt habe, dass das da bei dem Teil möglich sein wird. So, drei Säcke passen sicher noch rein, da müssen wir den Deckel zumachen können, ohne dass die ganzen Zwiebeln rausfliegen oder ohne dass wir durch die Luft fliegen. Wer weiß, vielleicht hebt unser kleiner Zwiebeltransporterchen halt um. Und die Farbe würde auch noch dazu passen, oder? Als Orange passt die Farbe auch noch gut. Oh, da geht noch einer rein, oder? Gehen da noch sechs Säcke rein? Den überrascht mich aber jetzt wirklich, wenn ich da nachher noch... Na, wenn ich da jetzt nachher noch einen dritten Sack da, oder zweiten Sack da drauflegen kann und den auch noch schön reinbekomme, obwohl der wird schwierig jetzt. Nein, das heißt, einen können wir noch holen, da sind drei, der kann man schön Deckel zumachen, der passt das ganz gut. Als unser Zwiebeltransporter und den fahren wir mal zum Verkauf und gucken wir, wie das eigentlich halt beim Verkauf aufgeht, das Ganze. Aber soweit würde ich sagen, sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus. Bis jetzt. Soweit sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus bis jetzt, oder? So. Junge. So, ja, jetzt habe ich einen Sack zu viel gehalten. Dann lassen wir den da hier stehen. Jetzt habe ich vor lauter Begeisterung habe ich jetzt einen zu viel geholt. So, also, machen wir schnell Familienalbum-Foto und man sieht sie gleich. So, Familienfoto ist erstellt. Jetzt habe ich nur noch vergessen, Hut einzuschalten, oder? Gut, dann steigen wir ein, würde ich sagen. Fahren wir direkt zum Händler. So geil. Sogar die Batterielampe läuft auf. Er ist nicht perfekt, aber er ist gut. Sogar die Batterielampe, guck mal. Blinker, nein, aber Lichtlampe. Und halt auch Dach ist beleuchtet. Ja, was gut, viel mehr hat er eh nicht, oder? Das Einzige, was ich mir halt auch wünschen würde, ist ja halt, Fernlicht haben wir noch. Das Einzige, was ich mir halt wünschen würde, wenn ich vom Gas gehe, dass er nicht direkt abrupt abbremst. Vielleicht kann mir da jemand helfen, dass wir das vielleicht diesen Wert noch ändern werden. Dass der ein bisschen ausrollt. Weil wenn ich jetzt vom Gas runtergehe, der stehe aber direkt. Das ist halt weniger optimal. Aber ansonsten... Ja gut, das Teil hat ja nicht viel PS. Also das war ja auch schon da. Ich habe keine Ahnung, wie das Original ist, aber ich glaube nicht, dass das Original auch direkt steht, wenn du Gas loslässt. Dass denn das Ganze auch noch ein bisschen ausrollt. Es wäre ein bisschen angenehmer zu fahren, sag ich jetzt mal.
So. Alter Schwede, jetzt mal ganz ehrlich, oder? Ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt. Jetzt mal ohne Flex. So. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber auf jeden Fall, ja. Ich sage da nichts dazu. So. Einmal um die Ecke, ganz schnell um die Ecke geflitzt, Junge. Das ist ja wie eine Rakete, du. Das ist ja wie eine Rakete, du. Oh, das Gefühl um die Ecke ist ja wie so ein Go-Kart, ey. Wie so ein Go-Kart, sie wäre unterwegs. So. Jetzt haben wir heute sogar noch mehr Folgen produziert, das ist eigentlich geplant für dich Hofbergen, beziehungsweise... Oh. Kann sein, dass ich einen Deckel vergessen habe zuzumachen und irgendeinen Zwiebelsack verloren habe. Könnte ganz gut möglich sein, oder? Servus. Ja, servus. Einmal, das heißt, rausnehmen müssen sie trotzdem. Und am besten umkippen. Das arme Teil wird ja zusammengetrampelt, wenn ich draufstehe. Ich sehe schon den Chat, wie ich halt rausgetappt habe, aber auch noch. So, jetzt ist dann vielleicht von unten diese Klappe ganz gut, dass man dann halt das Ganze die unten rausnehmen kann, statt oben. Und man sollte vielleicht nächstes Mal, wenn man unterwegs ist, halt den Deckel zumachen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den Zwiebelsack verloren haben. Da sehe ich schon, wie der Stream, wie der Videotitel sein wird. Wir haben einen Sack verloren. Servus, ja. Ja, da bin ich ja. Servus. So, also, der probiere mal. Diese Klappe hier aufzumachen. Und da kann man den ganz gut raus entnehmen. Eben, für das ist zum Beispiel wieder diese Klappe ganz fein hier auf der Seite. Das heißt, dass wir hier entlang nehmen können, direkt rausnehmen können, was da unten ist. Diese ganz kleinen Dinger. So, komme ich jetzt auf die Seite, glaube ich, auch noch drauf an. Einen haben wir noch, komm. So, den haben wir dann auch. Machen wir die Klappe zu. Machen wir jetzt oben die Klappe zu, das, was wir vorher nicht gemacht haben, oder? Der hätte wir auch nicht verlieren. Tschüss! Etwas haben wir verdient. Ich habe jetzt nicht auf die Preise drauf geguckt, aber etwas haben wir verdient. Jetzt waren wir im Außenansicht, um sehen, ob wir irgendwo was verloren haben, oder? Ah, da hinten ist er, ja, guck. Da hinten ist er, ja. Wir und unser verlorener Zwiebelsack, so. Kurz vor dem Händler hat es geschafft, rauszuhüpfen. Dann gehen wir schnell zu Fuß, bringen wir das noch hin, verkaufen wir die ganze Geschichte. Oh Mann, ey. Wie war das letztes Mal? Professionell und so? Mit Skill? Ja, ihr seht ja. Servus. Servus. So, kauft da. Voilà. Gekauft. 70 Euro. Es hat nicht ganz gereicht, um die 150er voll zu machen, aber okay. Dann würde ich sagen, fahren wir mit einem wunderschönen Teil nach Hause, oder? Er hat auch Blinker. Aber richtig schön gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sound könnte vielleicht ein bisschen passender sein, aber okay. Es ist so. Es ist so. Geniales Teil, ich habe meine Freude dran. Was will man mehr? Ja. Mein neues Spaßmobil. So. Et voilà. Und zu Hause sind wir auch angekommen. Zu Hause sind wir auch noch angekommen. Jetzt haben wir noch ein Fahrzeug mehr auf dem Hof stehen.
ein Fahrzeug mehr auf dem Hof stehen. So. Et voilà. Ist ja nicht schnuckig. Ist ja nicht schön. Guckt ihn einfach mal an. Der kleine APE. So. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und bye bye.